Howdy, meine lieben Revolverhelden da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Depraved. Wir arbeiten immer noch daran, unsere Probleme in den Griff zu bekommen. Sie sind immer noch mannigfaltig und gemein, aber immerhin haben wir jetzt das Holzproblem, glaube ich, so langsam aber sicher im Griff. Und ich hoffe auch, dass wir das mit der Kriminalität hinbekommen. Jetzt wäre es halt wirklich saumäßig wichtig, dass das Teil hier gebaut wird. Das hier haben wir ja gleich schon. Warte mal, ich gehe nochmal auf 2 runter. Ich möchte erstmal, dass die Weberei... Stimmt, die ist noch nicht ganz fertig. Die Weberei muss als allererstes noch gemacht werden. Wir beschleunigen das Ganze jetzt. Bretter haben wir jetzt genug. Und sobald wir die Weberei haben, haben wir hoffentlich dann auch diese Situation im Griff. Dann müssen wir uns ums Fleisch kümmern. Ja, ich weiß, dass ich mehr Wohnhäuser brauche, Leute. Das ist mir durchaus bekannt. Aber wir brauchen auch Kleidung. Ich bin echt gespannt, ob wir es hier durchschaffen. So. Ah, da drüben wird auch schon ein Brett hingebracht. Jetzt hoffe ich mal, dass demnächst der Baumeister kommt. Jetzt haben wir hier schon 11 und 15 Bretter und das 12. und 13. wird gerade eben auch schon hergebracht. Kann eigentlich nicht mehr so lange hin sein. Wasser kriegen wir noch hin. Der Brunnen wird auch gebaut. 13 von 15. Ja, ich weiß, dass Kleidung Mangelware ist, um Gottes Willen. Dinge, die mir aufgefallen sind. Hey, verdammt, ich wohne hier. Ich weiß, was hier knapp ist. So. Jetzt fehlt ein Brett. Ich fasse es nicht. Sind die zu doof, hier ein Brett zu liefern? Na, also, jetzt haben sie das Brett. Jetzt können wir das hier so beschleunigen. Das hat auch die entsprechende Prio. Jetzt kann ich die Prio hier auf 3 setzen. Und jetzt bekommen wir endlich jemand, der aus all diesen schönen Wollknäulen hier Stoffe macht. Das wäre sehr cool. Ich glaube immer noch, dass das hier vielleicht ein Fehler war, das hier hinzubauen. Ich hätte jetzt vielleicht hier ins Zentrum bauen sollen. Hier haben wir nachher so einen richtig schönen Innenhof. Vor allem, wenn wir das hier noch abreißen, da können wir auch noch was reinbauen. So, und das wird jetzt hier der Fleischer. Dann haben wir endlich wieder Fleisch von den ganzen Schweinderln. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze aufgebaut ist. Vielleicht braucht man auch 2 Schweinefarmen, um einen hier jetzt hier quasi voll auszulassen. Das könnte auch hier genauso sein. Werden wir sehen. Auf jeden Fall wird jetzt hier das alles hier abgeholt und hier rübergebracht. That's the way I like it. Das heißt, dann kann die dann sofort anfangen hier. Ich hoffe, die macht aus jedem davon 3. Ohne Witz. Das wäre der geilste Shit. Something to eat. Ja, wäre gut. Ich stimme voll und ganz zu. Wo ist mein Jägersmann? Wo ist er? Er bringt Leder momentan. Wir werden noch einen zweiten Jäger brauchen, wenn es so weitergeht. Aber ich hoffe einfach, dass wir das jetzt hier mit dem Fleischer hinbekommen. Irgendwann müssen wir auch mal Plus machen. Gut, Miete. Miete wäre auch gut, aber wir haben noch 4.500 Dollar. Wir arbeiten jetzt mal mit dem Platz, den wir haben. Wäre so schön, hier mal mehr zu haben. Ah, sehr gut. Das Gute ist, hier muss bloß 10% zugefüttert werden. Das machen meine Schweinchen hier. 2 Schweinchen haben wir jetzt schon. Das. Ach, das ist die Barbara Griffin, die Weberin. Die hat kein Häuschen. Wir arbeiten an den Häusern, Leute. Das Problem mit den Häusern ist uns bekannt. Wir können ihnen aber leider gerade nicht weiterhelfen. Die sind alle schon angefangen, ne? Wir sehen hier schon, Grund und Boden ist da, es fehlt nur ein Baumaterial. Bretter sind auch da, aber das liegt daran, dass die Leute jetzt hier halt gerade eben das hier abholen sollen. So, das können wir mal beobachten, wie die das macht. Die bringt das Zeug jetzt erstmal hier alles rein. Mal gucken, wie die das jetzt hier umwandelt, das Zeug. Die läuft auf jeden Fall hier so rum. Ah, und dann geht sie hier jetzt hier an ihren Webstuhl. Und webt. Die macht sogar wirklich die Bewegungen. Oh, ganz im Ernst, Entwickler, ich möchte da näher ranzoomen können. Ich weiß, dass da wahrscheinlich dann die Figuren dann wahrscheinlich ein bisschen pixelig werden, aber das ist mir egal. Ich würde gerne die Animation besser sehen. Also sie hat 1:1, so wie es aussieht, hergestellt. Wird also 1:1 hergestellt, na gut.
So, und jetzt? Bretter sind da. Ich veranlasse jetzt hier mal das Zeug hier mal sofort abzuholen. Hier sind 9 Bretter, verdammt nochmal! Damit können wir alles schnell bauen. Wir haben immer noch... Die Leute haben Hunger und ich habe keine Lust, dass die deswegen jetzt hier Randale schieben. So, bringt mal die Bretter dorthin, wo sie hin sollen. Wasser wird auch knapp. Wobei der Typ ja eigentlich gerade eben die ganze Zeit Wasser hier werkelt. Das Problem ist, wir können, glaube ich, nie mehr als 2 Wasser ansammeln. Das ist das Problem. Nie mehr als 5, meine ich. Aber Hauptsache, die Leute können da vorbeilaufen und trinken. Direkt daneben können sie dann gleich mal pinkeln gehen. Manufacturer haben wir bekommen. Warum auch immer. So, jetzt sollten die mal hier hingehen. Da kommen auch schon die Baumeister. Seht zu, dass ihr jetzt hier mal das Holz abholt. Ich weiß, dass ich mehr Hilfsarbeiter brauche, Leute. Das weiß ich. So, schustert hier mal was zusammen. 1, 2, 3. Dann sind wir jetzt hier bei 12. Ich hoffe jetzt echt, dass die Dame jetzt hier auch mal was arbeitet. Wir haben so viele Probleme gerade auf einmal zu lösen. Das Problem ist halt echt, du kommst so an diesen Punkt, wo du halt diese Bedürfnisse auf einmal alle erfüllen musst, ne? So Kleidung und so. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir noch keine Siedler haben. Ein bisschen schon. Welches ist denn voll? Ja, von dem hier ist voll. Wir haben jetzt Holzüberschuss. Eine neue Situation, die wir so nicht kennen. Ja, sie werden es schon hinkriegen. Ist das jetzt hier fertig? Bei 88%. 14 und 15. Ja, alles ist da. Toll. Dann sollen sie jetzt als allernächstes den Brunnen hier machen. Machen sie auch. Finde ich sehr gut. Nur die Baumeister sind jetzt hier am Schlafen. Sie haben es endlich abgeholt und jetzt wird es hier zerlegt. Wunderbar. Also man könnte hier 5 Lager, man könnte hier 5 Lager und hier sogar noch 9 über haben. Wir haben ja immer noch 9 von 5. Ich weiß nicht, wie das geht. Wahrscheinlich, weil die Tiere unbedingt geschoren werden müssen. Hier liegen jetzt 5 rum. Es regnet. Ist etwa der Winter jetzt bald vorbei? Come on. Jetzt geht der einfach bei... bei 98%, dieses faule Stück. Ein Revolverheld kommt wieder in die Stadt. Maury Pletcher. Den brauchen wir aber nicht. Ich wünschte mir, ich könnte irgendwie noch Steuern oder so weiter einnehmen, aber Steuern geht nicht mal. Ich glaube, die haben das damals wirklich über Miete gemacht, ne? Also derjenige, der die Stadt aufgebaut hat, der hat halt von allen, die da gelebt haben, Miete verlangt. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt auf einer gewissen Art und Weise. Man nennt es dann bloß nicht Steuern, man nennt es dann Miete. Der ist der Einzige, der noch am Arbeiten ist. Das nenne ich mal einen fleißigen Mann, den Albert Jefferson. Ha! Den mag ich. Der hat's drauf. So, und damit ist auch dieses Wohnhaus bald fertig. Die Leute kommen jetzt auch langsam aber sicher wieder raus. Die Nacht ist rum. Habe ich eigentlich gerade irgendwo irgendwelche Banditos um mich rum? Immer wenn so ein Revolver halt auftaucht, hat man so das Gefühl, da kommen auch Banditen. Nee, aber hier liegt noch eine Winchester. Wo ist denn der Pater? Hey, Pater. Pater, holen Sie doch mal hier das Zeug. Hallo? Aufsteigen. Kommt jetzt raus? Der kommt jetzt raus. Aber warte mal, erstmal muss er die Knarre ablegen. So, und jetzt soll er die Knarre hier aufnehmen.
und danach die Pferde in die Stadt reiten. Der Priester kümmert sich auch ums leibliche Wohl bei uns. So, ist das Ding jetzt hier in Betrieb? Wir suchen hier jetzt momentan. Auch Rinder können hier geschlachtet werden. Wir haben jetzt hier jemanden. Wer ist das? Das ist Malcolm Peck. Er ist Fleischer. Er hat kein Problem damit, Dinge zu töten, auszunehmen und daraus ein Schnitzel herzustellen. Nee, definitiv nicht. So. Hey, die Musik ist so cool, ne? Wenn der so läuft. Das hat echt was, dieses Laufen. Es ist so ein bisschen so Strongman Walking, so ein bisschen. Hat schon was, ey, die Musik. Diese Western-Musik. So, ist der jetzt hier am Start. Holt er sich ein Schweinderl? Der ist noch nicht da. Deswegen noch nicht. Komm schon, Pater. Oh. Time flies und Survival Expert. Was? Ich habe den Winter überlebt. So, aufsteigen. Auf. Au. Hallo? Aufsteigen. So. Möge er den Gaul in die Stadt tragen. Genau. Ich wollte ja gerade eine Frühlingsmesse halten oder so. Das ist noch nicht ganz fertig. Da müssen erstmal noch die Baumeister ran. Ich habe keine Ahnung, wo die Baumeister schon wieder sind. Da. Ich weiß nicht, was der trägt. Er trägt irgendwas. Was machen meine Arbeiter hier? Das sind schon 11. Das muss echt mal alles abgeholt werden, ohne Witz. Weiß gar nicht, wo die hingehen. Ganz im Ernst, ich möchte sie jetzt zwingen, das hier alle abzuholen. Ohne Witz. Das hier muss jetzt mal abgeholt werden, danach muss wieder das abgeholt werden. Ich brauche dann echt mehr Hilfsarbeiter. Die fressen mir dann zwar die Haare vom Kopf, aber das ist halb so schlimm. Die Steine sind nicht so schlimm, dass die nicht abgeholt werden. Wir haben. Steine sind tatsächlich gar nicht so tricky. Als Baumeister, der Baumeister hier rum. Das sind 699 Wasser. Okay, wir sind gut aufgestellt, Leute. Wasser ist kein Problem mehr. So, jetzt hätte ich echt Bock drauf, dass ihr das jetzt mal zu Ende baut. Was ist mit dem hier? Warum ist. Ah, der Fleischer holt gerade eben so einen Schweindel. Mach's gut, Babe. Ja. Ist halt so, ne? Früher waren die Menschen da deutlich härter, also wir haben da nicht mit der Wimper gezuckt. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ne? Mein Vater hat ja früher, als er also um die 20 rum war, meine Oma war so ein Kleinbauernhof, sag ich jetzt mal. Da hat er auch noch Hasen und Hühner geschlachtet, ohne Ende. Und an dem Tag, also ich bin der Älteste, an dem Tag, als ich auf die Welt kam, konnte er es nicht mehr. Er konnte es einfach nicht mehr. Er hat aus irgendeinem Grund plötzlich keinen Unterschied mehr gesehen zwischen so einem kleinen Tier und seinem kleinen Jungen. Also so rein von der Wertigkeit des Lebens her, ne? Und das finde ich schon krass, diese Vorstellung, ne? Also, dass so plötzlich quasi ein Menschen verändern kann. Er konnte einfach kein Tier mehr schlachten. Das ging nicht. So, weil diese Wehrlosigkeit und diese Unschuld wahrscheinlich, die wahrscheinlich in beiden gelegen hat. So, warte mal, der Priester, der kann jetzt hier mal die Knarre wieder ablegen. Die soll dann später wieder aufgeräumt werden. Und dann soll der Priester jetzt hier noch diesen Gaul organisieren und dann ist gut. Aber wie gesagt, manche Menschen, für die ist das kein Problem. Ach, jetzt schleift er hier seine Waffe, also sein Hackebeil. Und hier wird jetzt die nächste Hütte fertiggestellt. Sehr gut. 92%. Ein letztes Brett fehlt noch. Der hier ist schon dabei, Wasser zu machen. Wir haben jetzt auch wieder Fleisch, Leute. Ich hoffe bloß, dass wir auch genügend Nahrung bekommen. Na endlich! Und unsere Farm, unsere kleine Farm. Kann ich das Ding eigentlich benennen? Nee, leider nicht, nur Getreidefarm. Oh Gott! Jetzt kommt der Moment, wo ich nicht mehr weiß, wie diese ganzen Leute da, also die ganzen Leute eigentlich geheißen haben, also bei Bonanza oder unsere kleine Farm wohlgemerkt. Gibt so viele Möglichkeiten, wie man die Leute benennen könnte. Das wäre sehr, sehr cool.
Das Coole ist auch, man könnte auch jetzt quasi hier wirklich den Leuten hier eure Namen geben. Ich stelle jetzt einfach mal so hier die These rein. Also wenn ihr hier drin sein wollt, dann schreibt mir das. Ich sag's mal so, Sheriff geht momentan noch nicht. Sheriff ist noch nicht drin. So, jetzt haben die ersten Leute hier endlich ihren Wohnraum. Wir haben hier auch eine ganze Menge an Feuerholz. Feuerholz ist das, was wir hier zuhauf haben. So, dem geht's hier spitzenmäßig. Dann würde ich mal sagen, sie sollen sich um das nächste Haus kümmern. Genau in dieser Reihenfolge, Leute. Genau in dieser Reihenfolge sollen sie jetzt Häuser bauen. Wir zwei Brunnen hier. Und kommen hoffentlich noch mehr Leute. Wie schaut's hier aus? Also mehr Häuser will ich auch gerade eben gar nicht unbedingt so sehr bauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind eigentlich obdachlos. Muss gerade eben mal gucken. Okay, der Gaul wurde abgeholt. Sehr gut. Der Pfarrer hier seinen Job gemacht. Und sie ist jetzt endlich hier am Start und macht Klamotten, wie sich's gehört. Er holt sich jetzt hier schon Ersatzklamotten, wie ihr seht. Ich frage mich, ab wann die Schwelle ist, dass sie sich Ersatzklamotten holen. Zack. Also er hat sich jetzt hier frische Klamotten geholt, wie man sieht, ne? Und sie holt sich jetzt auch frische Klamotten. Wir haben es in den Griff bekommen. Es war nicht leicht, aber es hat funktioniert. 17,5. Heiligsblechle. Von 5. Ey, ich bin froh, dass das hier dann doch noch irgendwie gelagert wird. Wir haben zum ersten Mal Überschuss an Baumaterial. Wer ist denn jetzt hier noch obdachlos? Gar nicht mehr so viele Leute, ne? Sie hat noch kein Obdach. Ich guck gerade eben. Ich finde nicht viele Leute, bei denen das der Fall ist. 1 oder 2. Aber ich brauche halt diese Hilfsarbeit. Und dann geht hier auch alles schneller. Wo ist eigentlich er? Also wie es aussieht, bekommt man 2 Fleisch aus so einem Schwein raus. Ist nicht viel, aber besser als nichts. Er ist hier drin. Es gibt aber auch gerade keine weiteren Schweine, weil wir nicht genügend Fresschen haben. Wir haben nicht genügend Fresschen, nicht genügend Wasser. Deswegen können wir keine Schweine züchten. Ja. Ich lasse jetzt mal die Arbeiter arbeiten. Arbeit, Arbeit. So, hier ist schon das erste Holz jetzt dran. Wurde gerade hingeliefert. Ich befehle jetzt einfach, sie sollen das jetzt hier alle sofort abholen. Dann wird das Haus gebaut. Wenn das Haus gebaut wird, haben wir mehr Leute. Oder haben wir mehr Potenzial für Leute. Dann kommt vielleicht hier nochmal ein weiterer Hilfsarbeiter dazu. Das Problem ist halt echt, du musst halt auch die Hilfsarbeiter irgendwie unter Dach und Fach bringen, ne? So, das hier ist Kosten, also Einnahmen 22. Jedes davon bringt mir 22. Das kann man ja eigentlich kalkulieren. Sobald dieses Haus hier fertig ist, haben wir nochmal mehr Mieteinnahmen. Und dann machen wir endlich Plus. Also wieder Plus. Ich frage mich, ob ich dann auch wirklich die Häuser irgendwann mal upgraden kann. Ich würde es zumindest erwarten. Ich meine, diese, das sind ja wirklich nur richtig schäbige Hütten, ne? Momentan sehe ich nicht, wie das hier sich erweitert. Aber irgendwann mal wird es sich erweitern. Von dem Bahnhof sind wir noch meilenweit entfernt. Weil wir die 10.000 nicht haben, um hier ranzukommen. So, ist hier eigentlich immer noch alles Taco? Wo hat er sein Jagdgebiet? Immer noch hier, das ist gut. So, jetzt holen sie ja die ganzen Bretter und machen hier die Buden. Ist mir wichtig. Ist immer noch so ein Baum. Den lassen wir mal da stehen, das ist unser Markenzeichen.
Ein Einwohner ist unzufrieden. Warum ist jetzt ein Einwohner unzufrieden? Ja, weil er verletzt ist. Und weil er hungrig ist. Tja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der jetzt keinen Scheiß baut, nur weil er unzufrieden ist. Ja, nee. Oh, könnte eventuell... Kann der eigentlich auch Fleisch von den Viechern hier holen? Guck ich gerade eben mal. Wo ist denn das passiert nochmal? Nee, das kann nur der Jägersmann. Hey Jägersmann. Komm, organisier mal das Fleisch von hier. Da ist noch jemand hoch. Boah. Wo ist denn der jetzt hier? Jetzt hol doch das Fleisch, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, warum der da drin jetzt so lange rumcampt. Er will nicht rauskommen. Warum? Kommst du jetzt mal raus? Kümmerst dich jetzt hier mal um deine Arbeit, ey. Also er scheint mit irgendwas beschäftigt zu sein, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, was es ist. Wir werden es beim nächsten Mal rausfinden, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.